Wir machen heute einen Anhänger mit Stechpalmenblättern. Das sind die immer so herrlich glänzen. Ah, man hätte sogar noch ein paar Glanzpunkte machen können. Aber wie ich genau das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Stechpalmen sind in der Regel gar nicht schwer zu malen, da sie eine sehr einfache Blattform besitzen. Wir machen eine Stechpalme mit drei Blättern. Die haben nämlich so schöne, gezackte Blätter. Kann man prinzipiell auch nicht viel verkehrt machen. Da kommen hier dann noch einfache rote ran. So, für die Stechpalme grundieren wir wieder vor mit einem helleren Grün. Das kann ruhig ein sehr weicher, warmer Grünton sein. Noch ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Ein bisschen Chromoxid. Male ich jetzt hier einfach nur aus. Lassen wir jetzt mal trocknen. Dann male ich einen helleren Rotor einfach mal die Bärchen vor. Das lassen wir trocknen, um einfach hier auch ein bisschen Kontrast reinzubekommen. Machen wir jetzt eine andere Hälfte, also oder eine Hälfte des jeweiligen Blattes, machen wir ein bisschen dunkler. Dann nehme ich auch noch mal das Chromoxid und grün auf dunkeln macht sich am besten entweder mit Neutraltinte oder tatsächlich mit einem dunklen Blau. Ich nehme hier das Indigo. Male ich jetzt quasi nur die andere Hälfte aus. Na, das macht da schon was her. Die Bärchen, die male ich noch mal ein bisschen dunkler. Dann ist aber einen hellen Fleck übrig. Und
sein. Dann gehe ich hier mit dem Weiß auf der Mitte entlang. Details machen einfach unglaublich viel aus. Und zu guter Letzt machen wir noch einen Glanzpunkt, einen weißen Glanzpunkt auf die Beeren. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Ich sag ja, simple, einfache, schnelle Motive. So, das schneiden wir wieder aus. Und dann haben wir einen kleinen Zweig mit Stechpalmenblätter. Sehr schön. Ich freue mich, wenn ihr in den sozialen Medien unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021 eure Motive teilt. Ich werde sie auf jeden Fall auch teilen, damit wir sie in die Welt raustragen können und ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten können mit einfachen, simplen Motiven. Und ja, ich hoffe, euch gefällt euer Ergebnis genauso sehr, wie mir mein Ergebnis gefällt. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!